Das nächste am anmachen. Das war auch eine Riesenhütte. Also das war, glaube ich, einer der größten Hütten, die ich jetzt hatte im Spiel. Wobei die anderen, die ich davor hatte, jetzt auch nicht gerade klein waren. Das ist jetzt Folge 15. Oh, ja. Macht, ja, weiß ich, kann ich nicht, weil das ist zu viel. Wollte ich meinen Streamplan gerade als Video benennen. Weil wer doof ist. Achso, der Typ. Ja, genau. Der ist auch doof. Ja, guck mal, ich hatte vorhin zwei Aufträge, jetzt habe ich vier. Guck mal, wen haben wir denn noch da? Jetzt spoilerst du dich halt selber. Lässiger fabelhaften Villa. Ah ja. Wen haben wir noch? Ey, Typ, ja, der ist wirklich doof. Ein neuer Profi in der Stadt. Was haben wir sonst noch? Ich glaube, das waren jetzt alle, ne? Da haben wir eine. Boah, ich kann gar nicht so schnell mit der Maus hier lenken. Und da haben wir auch einen. Ne, die haben wir, hatten wir gerade. Machen wir die als nächstes. Ach du Scheiße. Das schon sehe. Mal gucken, wie lange wir diesmal brauchen. Ah, vielleicht sind es ja die letzten Karten. Also vier Stück haben wir jetzt noch. Vielleicht sind es die vier letzten. Welcome. My name is Gladys Thorne, and I'm here to represent Ascenso, the new owner of this floor. We provide high-quality services and want our office to be a showcase of that. We'd like to move our headquarters here, but for now it's far from our standards. As you can see, the fire caused a lot of damage. So unfortunate, don't you think? Some business owners who previously rented those spaces didn't even bother to collect their equipment. So we're left with some useless junk like this old massage table or a bunch of bricked computers. I have to admit, all those small entrepreneurs were forced to shut down their business. But that's how brutal forces of capitalism sometimes work. That's why we pay you to put in extra effort when it comes to designing its interiors. We were assured that your qualifications meet the standard of this assignment. Don't get too ahead of yourself, though. We expect nothing less but perfection from our contractors. All the details of our requirements have been already sent out to you. Ich gehe mal davon aus, dass wir die ganze Stadt machen. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Ich muss mal kurz gucken, hat sich jetzt mein Dings wieder angeschaltet, mein Nachtmodus? Irgendwie ist der Bildschirm so dunkel. Den hast du schon gemacht? Ah, okay. Ja, mein Nachtmodus hat sich wieder angeschaltet. Das ist Bildschirm wieder heller. Ich weiß nicht, ob dann auch die Aufnahme dunkler wird. Aber es hat echt eine schöne Gegend hier, ne? Mit schöner Aussicht und so. So ist es nicht, das ist echt schön. Da können wir den Fahrstuhl hier, den Aufzug restaurieren. Wäre eine schöne Möglichkeit. Also erstmal alles wegschmeißen hier. Alles weg damit. Aber ich sag mal so, wir machen auch, falls du mal Lust oder Zeit oder Interesse hast, wir machen auch Koop. Also in verschiedenen Spielen, wo ihr als Community, wo du jetzt auch zuzählst, oder auch vorher schon zugezählt hast, sag ich mal so, mitspielen könnt. Wenn man dann die Zeit dann dafür hat. Kann man dann mit mir zocken und mit einem Kumpel noch dabei, je nachdem, was wir dann spielen. Wenn wir das Spiel dann haben, kann man dann auch mitzocken. Wobei eigentlich Nightbot oder beziehungsweise Streamlabs eigentlich schon längst was hätte posten sollen, er es aber nicht getan hat. Komischerweise, also ich verstehe es nicht. Weil dann müsst ihr auch nämlich genau diese Info, die ich dir gerade gesagt habe, eigentlich automatisch posten. Genauso mit dem Kanal auch, aber ihr macht es irgendwie nicht. Erstmal das verkaufen. Ja, da müssen wir gleich eine Wand abreißen. Welche Wand? Ach, die Wand. Wie gesagt, kommt gemacht. Survival! Nein, die Tür will ich nicht wegmachen.
Jetzt erstmal alles aufräumen, sauber machen und dann gucken wir mal, was wir dann gleich hier reinbauen. Obwohl, die Wand kann man eigentlich schon mal wegreißen. Die komplette Wand? Ja, die komplette Wand. So, erst unten zuschlagen. Ja, du sollst auch treffen. Das gibt's doch nicht. Okay, mach da nicht. Ich glaube, das macht da nicht, weil die Wand nicht dazu zählt. Oh, die zählt nicht dazu. Das wirbelt so viel Staub auf. Darauf fahren, weil ich nicht immer weiß, ob es direkt despawnt oder nicht. Manchmal despawnt er, manchmal wiederum auch nicht. So, jetzt sollte er aber verschwinden. Muss man wischen, ob da. Ja, den machen wir gleich. Wir machen erstmal alles sauber hier. Da ist nichts dreckig. Ja, das ist wirklich schade. Man könnte so viel daraus noch holen, also könnte so viel Gewinn noch machen, wenn du das Außen auch nochmal ändern kannst, beziehungsweise erweitern kannst. Aber vielleicht haben sie sich dann gedacht, ja, dann könnte man zu viel Geld machen und dann zu schnell gewisse Ziele erreichen oder gewisse Erfolge. Wäre natürlich auch möglich. Aber auf einer Seite, ja, es ist schon doof, ne? Weil man könnte so viel größere Sachen bauen. Ja, gerade für sich selber das nachher bauen. Also ich will nachher gucken, dass ich mit meinem Safe, also den Safe-Game hier, den wir jetzt aktuell spielen, das so hinkriegen, dass wir irgendwann mal in die Burg einziehen. Ich habe damals auch nicht alle Häuser verkauft, weil irgendwann wurde es mir dann doch zu langweilig. Nein, nicht den streichen, den Bischmob. Den können wir nicht machen. Den Boden, machen wir gerade den Boden sauber? Ja, wir machen gerade den Boden sauber. Okay, die ganze Wand muss weg. Der kann auch weg. Fenster reinigen. Ui, das Gerät haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Mein Kabel hier gerade von der Maus. Oh, schöne Sonne. Ja, so ein Zimmer erweitern wäre auch schön. Vor allem, dann könntest du ein viel größeres Zimmer bauen. Gerade jetzt haben wir so die Bude, die du ja direkt am Anfang hast. Die ist ja eigentlich auch viel zu klar. Ich habe bei mir auch alles weggerissen, weil ich es nicht brauche. Aber ich habe gesagt, wir spielen Cyborg, der braucht keine Sachen. Also, der braucht keine Küche oder sonst irgendwas. Deswegen haben wir auch die Cyborg-Hände. Also unser Bauunternehmer ist quasi ein Cyborg, wie ein Cyberpunk. Das finde ich auch nicht schlecht mit der Sonne. Da ist die Yacht, die wir gemacht haben. So, wo ist denn jetzt hier mein Schrubber? Okay, das ist alles. Muss mal gucken, was ich jetzt hier wegmachen kann, damit ich das besser einplanen kann. Das ist alles verbrannt. Verkaufen wir den ganzen Kram hier noch, den wir verkaufen können. Spiegel geht nicht. Und was willst du gucken? Beim Besen wieder her. Und was auch schön wäre, wenn du mit dem Besen irgendwo hergehst, mit dem Schrubber. Und du würdest die Sachen dann automatisch wegschmeißen, den ganzen Müll. Dann brauchst du das nicht jedes Mal einzeln anklicken, das wäre auch schön. Hätte ich jetzt auch gesagt. Äh.
Wir sind nicht bei der Allianz. Und dann machen wir sofort. Was haben wir hier? Auch sauber. Guck, meistens sind immer, wenn ich dann am sauber machen bin, meistens immer eher auf die Karte. Anstatt das, wo es sein könnte. Die Karte ist auch wiederum sehr groß hier wieder. Da reißen wir erstmal die Mauer ein. So, machen wir das. Das müsste der hier sein. Ja, treff doch mal hier, Junge. Gibt's doch gar nicht. So, der noch weg. Aber kann gut sein, dass wir nachher auch nochmal House Flipper spielen. Also morgen gegen 4. Ich spiele mit Police Simulator. Das ist in der Early Access momentan noch. Ist auch sehr, sehr nett gemacht. Oder auch sehr lustig gemacht. Aber ansonsten werden wir dann morgen, denke ich mal, House Flipper auch weiterspielen, damit wir das DLC durchkriegen. Weil ich nicht weiß, wie viel wir noch machen müssen. Ist er jetzt hier weg? Der auch? Der auch. Und was auch schön wäre, wäre, wenn das mal alles schneller despawnen würde. Was man kaputt macht, damit man ungefähr weiß, was noch da ist. Ich glaube, mit der Karte werden wir noch sehr lange hier zu tun haben. Die machen wir auch weg. Fenster machen wir gleich sauber. Den ganzen Kram hier sauber machen. Hier liegen wieder Klamotten rum. Toilette kann auch weg. Dusche auch. Das auch. Weiß, dass wir wieder den dicken Hammer raushauen. Müsste aber auch ordentlich Erfahrung geben, damit wir gleich wieder skillen können. So, hoffen wir, dass das hier gleich alles despawnt. Damit wir dann das weg haben. Die Wand kommt auch weg. Hauptsache die Hütte ist dicht. Na, ich wollte gerade gucken, wie viel haben wir denn jetzt noch? Wir nehmen einen großen Profi-Hammer hier. Oh! Aber einen richtigen Kolossi rausgeholt, wa? Alles erstmal einreißen hier. Oh ja, die Taverne war wirklich cool. Schade, dass sie nicht mehr da ist.
Die kann ich nicht verkaufen. Kannst du auch nicht bringen. Sind die auch weg? Die mussten auch weg. Die ganzen Wände einreißen hier. Jetzt haben wir alle weg. Irgendwo ist noch Dreck. Die despawnen nicht, wir müssen da komplett alles wegkloppen. Wo ist er denn? Da oben. So, nächste Wand. Wo ist er? Da ist er. Wie lange habe ich damals gestreamt mit dem alten Account? Richtig Stunden? Wie lange habe ich damals mit dem alten Account gestreamt? 18 Stunden? 10? 13? Was? 30? Im Stück? Echt? Habe ich dort 30 Stunden? Ach stimmt, ja stimmt. Ich habe bei Silvester knapp 30 Stunden gespielt damals. Schade, ich habe gedacht, kannst du stolz sein, 13 Stunden. Okay, jetzt habe ich eine Wand kaputt gemacht, die muss ich gleich reparieren. Oh, ja, die ist kaputt. Mache ich zwei raus, dann machen wir es ordentlich. Aber dass die gespawnt ist, also weg verschwunden ist, machen wir da gleich die Wand wieder rein. So, die kommt auch komplett weg. Kommt erstmal unten weg. Nein, unten. Das war eine Katastrophe mit dir. Nee, lass den Stressball da liegen. So, das haben wir. Und die beiden Mauern wieder reinmachen. Nein, da ist genug Platz, um die Mauer zu bauen. So, Fenster machen wir auch gleich sauber. Machen jetzt erstmal alles sauber. Die Wand muss auch weg. Dann raus. So, dann haben wir das schon mal. Das können wir verkaufen. So, nicht anders, wie man das schon sagt. Eine Müdigkeit vorschöpfen. Ist nicht so spät. Ja, geht immer schon mal hoch. Wolltest du Switch mitnehmen? Sie liegen lassen? Ja, dem ist nachher mit hoch. Aber ich glaube, ich brauche hier noch eine ganze Weile, bis ich das Level fertig habe. Ich habe ein sehr lautes Organ. Echt? Weißt du, wie creepy das ist, wenn jemand die Hälfte der Konsumation, also die Hälfte des Textes nicht mitbekommt?
Deswegen habe ich ja vorhin immer noch dazu gesagt, worum es eigentlich ging. Weil wenn da jemand bei mir zuschaut, wie die Petra, die weiß ja gar nicht, worum es geht, wenn wir uns darüber unterhalten. Mal kurz gucken, jetzt habe ich irgendwas hier liegen? Ach, da ist eine Plastiktüte. Da ist auch noch dreckig. Liegt aber immer noch irgendwas hier. Nicht, dass der gleich bei mir in den Stream kommt. Was weg? War noch irgendwas dreckig? Muss ich die Fenster putzen? Kann ich ja gar nicht putzen, die Spiegel. Ich glaube, die Petra schläft, glaube ich, schon so langsam. Ich bin nämlich eh gute Nachtstream. Sie spielt selber House Flipper. Ja. Also Lenz hat ein paar Leute kennen. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn die Leute selber spielen. Kann sich mal drüber unterhalten. Das wollen wir kurz gucken. Ich warte nochmal auf Minus gehen. Guck mal, ich kann die Karte noch weiter raus. So. Haben wir jetzt alles? Nein, da wollte ich nicht zurück. Das ist der Anfang. Mal kurz gucken, ob wir alles jetzt sauber haben. Den haben wir noch schwingen hier. Ich denke, wir werden morgen dann weitermachen mit House Flipper auf jeden Fall, dass wir das durchkriegen. Wir sind immer nicht fertig. Ja, ich trage das gleich um. Der Tevin ist ja durch. Siehst du, selbst Petra sagt, du bist eine sehr nette Frau. Außer die Jungs, ne? Norgard und Co., ne? Da kommt dir gerade das Faxe wieder hoch, ne? Wir sind jetzt schon seit 13 Stunden dabei. Ja, wir haben echt 30 Stunden gemacht? Krass. Ach ja, stimmt, ich wollte zwischendurch mal Pause machen. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wo hier das Fenster wieder dreckig ist. Stimmt, über Weihnachten habe ich auch so lange gestreamt. Stimmt, war das nicht zu der Zeit, wo wir die Zensiermaschine hatten? Wo wir die geholt haben? Nicht? Ach so. Bin mir nicht sicher. Aber ich meine, das war damals, wo wir die Kaffeemaschine hatten, die Zensio, die wir geholt haben. Da haben wir doch alle paar Stunden immer einen Kaffee gemacht. Ja, du warst krank und ich habe Kaffee gemacht, immer so wieder. Ja, weil der eine da rumgemeckert hat. Ich mir gedacht habe, Junge, was ist das dein Problem? Das ist auch wieder wahr. Ja, es gibt Schlimmeres. Hä? Das stimmt, wenn man krank ist, ist das immer eine schlimme Sache. Stimmt, ja, die hast du ja auch gemacht, deine Baumfarm damals. So, wo ist die Lampe? Da ist die Lampe. Doch, den habe ich gelevelt. Das ist der höchste Skill. Nur, ich muss das mit der Maus machen, nur ich habe nicht so viel Platz mit dem Mauspad. Der ist auf Maximum. Also, wir können ja gerne nochmal nachgucken, aber ich meine, der ist auf Maximum. Ich weiß nicht, warum der so winzig ist. Der ändert sich eigentlich nur vom Aussehen. Ich muss mal kurz gucken, ist denn der überhaupt hier putzen? Guter Mob, Ultra Hipper Mob, 50 Millionen Reichweite weg. Also es müsste normalerweise müsste ihr das sagen. Ich muss das nächste Mal mit dem Controller probieren.
So, Fenster reinigen, 4 von 6. Wieso haben wir noch 2 hier, oder was? Muss ich mal kurz gucken, ob ich das mit Controller mache, weil mit Maus habe ich nicht so viel Platz hier. Ja, normalerweise die Fenster, die wir normalerweise machen, sind ja wesentlich kleiner. Das sind ja hier so große Fenster. Da hast du schon recht, da ist der Mob schon, ist das schon relativ winzig, ne? Wenn du mal so guckst. Die ist ja relativ klein hier. Kann auch sein, dass das Zeug wohl über das Handy guckst. Aber es ist auch, ne, das ist halt, das Fenster ist riesengroß und der Wischer ist halt so klein. Das kann auch schon hinkommen. So ist es nicht, also da hast du eigentlich auch schon recht. So, Jalousien, wir machen die schwarz, haben irgend so ein schönes Rot. Das sieht nicht schlecht aus. Ne, aber beim Handy hast du nochmal eine ganz andere Auflösung. Es ist auch klein. Ja, nee, ihr habt schon recht. Es ist auch klein. In den großen Fenstern. Das ist schon sehr klein. Da hätte man auch vielleicht einen anderen reinmachen können. So ist es nicht. Ich hab's nur angespielt, hab's wieder ausgemacht, weil es keinen Spaß gemacht hat. Ja, ich spiele WoW auch gerne, aber ich habe halt keinen, der zockt. Ein alleines Spiel macht momentan keinen Spaß. Macht da momentan auch nur die Dailies und bin da mit durch. Oder lauf LFR und versuche die Sachen zu bekommen. Wenn der Dungeon Browser dann mal aufgibt, beziehungsweise der Schlachtzugsbrowser. Dann mache ich das auch mal. Ja, momentan ist es auch so, ich habe die Zeit gar nicht dafür. Das ist das Nächste. Bei 7 Tage die Woche streamen, da ist das ein bisschen schwierig. Ich suche mir ein neues Hobby. So, was haben wir denn hier? Boden. Nehmen wir den hier. Komplett für den kompletten Bereich hier. Mir gefällt der Boden eigentlich schon mal ganz gut hier. Ja, mach du mal aus. Mach mal nachher auch aus. Wir sammeln jetzt die Woche und dann machen wir es mal peu à peu. Ist das morgen nur dann eben umbenennen die ganzen Sachen. Nee, will ich ja auch gar nicht. Wir haben jetzt bis, lass mich gucken. 25.12. vorgeplant. Und da sind noch nicht mal die Videos bei, die wir jetzt aufgenommen haben. Das ist gut, dass du mal eine Liste im Auge hast. Dann machen wir den mal rein. Ananasglück, Honigmoment, das sind das alles für Farben. Oder machen wir Paneelen rein. Was haben wir denn hier so schönes? Ach, ein Pausenraum. Der Pausenraum. Ja, da machen wir was Helles rein, da machen wir auch Farbe rein. Dann machen wir das hier. Obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, mir ist das zu hell. Weil es sieht sehr komisch aus. Vor allem jetzt, wo die Sonne so ein bisschen da drauf scheint. Das ist ein bisschen komisch aus, das Ganze. Aber egal, wir machen es einfach mal rein. Weil die Missionen in dem jetzigen, also im Luxury DLC, die sind extrem lang. Wenn man das so vergleicht mit den anderen davor, die waren relativ kurz. Das ist schon sehr, sehr lang hier teilweise. Da 2 Stunden, nee, doch.
2,5 Stunden war das eine, glaube ich. 3 Stunden sogar? Also Aufnahme sind 2 Stunden. Ja doch, ich habe die Aufnahme angemacht. So, fehlt jetzt wieder irgendwo Farbe? Oder hat er das jetzt genommen? Ne, er hat es genommen. Das ist gut, dass er es genommen hat. Dann machen wir erst die anderen Sachen rein. Nein, hier, Aufgabe. Ich da. Machen wir auch hier so verteilt. Machen wir so 1, 2, zack, 3. Passt. Was haben wir hier? Stehlampe. Ja, die kommen, die machen wir hier in die Ecke. So, was haben wir hier noch? Ich glaube, da belassen wir die Farbe so, wie sie ist. Na komm schon. Das ist auch manchmal doof, wenn du so Türen oder sowas anbringen willst oder so Regale, dann ist immer das Problem, dass der das nicht registriert und du hängst dann über oben in der Luft und er sagt dir, ne, ist nicht. Kannst du nicht einbauen. Oh, der Kühlschrank mit rein. Das glaube ich nicht direkt daneben, ne? Ne, müsste ich den was darüber schieben? Das dürfte passen. Kaffeemaschine. Ja, Kaffee wäre jetzt auch nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht. Guck mal, die kann ich jetzt zum Beispiel. Jetzt geht das erst. War nicht halt. Da hast du manchmal so Sachen, da kannst du ewig warten, bis das mal funktioniert. So, Sofa wählen, machen wir. Wir wählen das Sofa. Ein Küchentisch. Den Glastisch würde ich jetzt nicht nehmen. Ich würde den hier nehmen. Könnte man direkt hier so hinstellen. Machen wir bequeme Stühle. Wie viel brauchen wir denn? Hier. So, der ist auch weg. Wo ist das andere? Ach, das ist auch weg. Was haben wir denn hier? Möbel wählen. Nehmen wir den, der passt zum Boden hier. Passt da ganz gut. Na. Teppich auch noch wählen. Ach, Leute. Hast du eins fertig? Als nächste. Wir nehmen das hier. So, das wäre dann schon mal fertig. Ins nächste Zimmer. Dann müssen wir auch noch verkaufen. Eckenlampe, die ist weg. Haben wir hier? Eckenlampe. Ach, wir sitzen hier noch eine ganze Weile dran. So, wir machen das wieder per Controller, geht schneller. Das ist ein bisschen angenehmer für die Hände. Das sieht ein bisschen ordentlicher aus. So, Fenster einigen. Ach, wir haben ja noch zwei. Oh, die anderen beiden auch noch eben.
So, Fenster auf, fertig. So, Wandfliesen brauchen wir. Wo ist der Boden? Hauptsache alles Marmor. Fertig. Wobei ich eher das Holz eigentlich lassen würde, das sieht besser aus. Also mir gefällt das so wie es ist gerade besser. Aber die wollen das halt so, dann wird es halt so gemacht. Okay, warum zählt er nicht? Wandfliesen legen? Ist doch Wandfliesen. Das stimmt, wir haben keine Nachbarn. Also unsere nächsten Nachbarn wohnen über uns. Ganz weit über uns. Und wir wohnen halt ein bisschen, also wir wohnen Erdgeschoss und erste Etage, wenn man es so sieht. Deswegen, bei uns kann keiner ins Fenster gucken. Aber wir wohnen halt auch recht nah an der Straße. Deswegen. Und recht weit außerhalb, meine Güte. Aber hat auch Vorteile, keine Nachbarn zu haben, da geht dir keiner auf den Sack. Und vor allem, du hast deine Ruhe. Gerade wenn man von der Nachtschicht kommt. Ja, schon wieder hier Fliesen. Für alles andere gibt es Gardinen. Weil das dauert so lange, bis er die Fliesen da dran gemacht hat, ne? Das dauert so elendig lange einfach. Da müsste man auch mal gucken, ob man da nicht mehr gleichzeitig machen kann. Voll, das ist schon die schnellste Stufe. Nur darauf achten, dass ich genug Fliesen in der Hand habe. Ja, jetzt macht das wieder nicht. Ja, jetzt doch. Was denn jetzt? Jetzt macht das. Also damals, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, meine Nachbarn waren quasi die Cops. Ich habe unterm Dachboden gewohnt. Da konnte auch keiner reinkommen. Deswegen, da hat mir das dann auch nichts gebracht, saubere Fenster zu haben. Weil konnte eh keiner reingucken. Geschweige denn rausgucken. So, Kronleuchter. Haben wir den komischen schon wieder. Der sieht komisch aus, der Kronleuchter. So, den Tisch können wir hier eigentlich direkt in die Ecke machen. Oder eigentlich können wir den direkt so machen, ja. Direkt mit Meeresausblick. Ja, fast Meeresausblick. So, was haben wir hier? Schreibtisch. Ja, das tun wir auch so. Eigentlich müssten wir den Schreibtisch ja drehen. So, darum machen. Und den Typen dann, dass der so sitzt. Weil sie sich direkt erstmal einen Sonnenbrand holt vom Arbeiten. So, dann noch zwei. Nehmen wir dann in die Ecke. So, eine Palme. Die machen wir schwarz, die kommt auch in die Ecke. Doch nicht, doch. So. Dann brauchen wir noch. Oh, guck mal, wir bekommen eigentlich eine vernünftige Tür. Ja, die ist super. Computer. Wobei immer noch das Problem ist mit dem Computer ist, er hat keinen PC. Ja, also ich kann mir auch eine Tastatur und eine Maus hinstellen und einen Monitor. Aber ohne PC funktioniert das normal nicht. So, was haben wir hier? Dieses komische Bild schon wieder. So, der Raum ist fertig. Kommen wir direkt zum nächsten. Fenster reinigen. Ich glaube, da sind auch keine schönen Nachbarn drin. Ich will die Taschenlampe wieder ausmachen, es blendet sonst.
So, auch sauber. Schon wieder Wandfliesen dran machen? Oh, warum? So, das ist auch sauber. Das passt wieder mit der Tür nicht, ne? Ist wieder so typisch. Ist egal. Ist egal. Das passt wieder nicht. Das gibt's nicht. Nicht schlimm. Also wir machen die Karte auf jeden Fall noch fertig. Und dann werde ich nämlich auch ins Bett gehen, weil ich werde mich auch so langsam müde. Wie gesagt, ich habe nicht viel geschlafen. Und irgendwann lassen auch die zwei Energy Drinks irgendwann mal nach. Falls du einschlafen solltest und ich nichts mehr von dir höre, wünsche ich dir schon mal eine gute Nacht. Oh, ich freue mich schon drauf. Also wie gesagt, Streamplan, ne, ist immer unten. Ansonsten eben auf Twitter gucken, da ist der auch immer aktuell. Und zur Not, wenn du gerade Zeit hast und da nichts Aktuelles drinsteht, einfach fragen. Werde dir dann, sobald ich das kann oder sobald ich dann Infos habe, einen Plan habe, werde ich dir dann sagen, was wir ungefähr machen. Danke, danke. Und danke nochmal fürs Folgen. Da fällt selbst der Hase gerade hinten um. So, das sind doch dieselben Fliesen, oder nicht? Ja, guck mal, passt doch. Wie gesagt, ich mag das Holz eigentlich. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Die Fliesen? Ja, die ist wieder... Das kann man auch machen. Kann man auch machen. Boah, ich habe so die Befürchtung, dass nachher die ganze Bude so aussehen wird hier. Und dann, weiß ich nicht, dann sieht man sich irgendwann dran satt. Dann bringt auch der Honig, die Honigfarbe nichts mehr. So, den weiter nach rüber. Ich werde dann mal gucken, dass ich da beim nächsten Mal auch den neuen Bot eingestellt habe. Weil normalerweise sollte er nach einer gewissen Anzahl von Sätzen, die in den Chat erscheinen, was posten. Also quasi das mit Twitter, das mit dem Koop-Modus oder das mit dem YouTube-Kanal, dass ihr da die Videos findet. Macht er komischerweise nicht. Ich muss da morgen nochmal gucken, wenn ich die Zeit dafür habe. Dann kann man sich da auch nochmal ein bisschen umgucken, wenn man möchte. Dann nehmen wir die Fliesen jetzt. Klatschen wir die daneben. Was natürlich auch interessant wäre, wäre so ein Muster. Weißgrau, weißgrau. Ah, lieber nicht. Nachher scheußlich aus. So, 60% haben wir schon erreicht. So langsam nähern wir uns Richtung Ende. Zumindest hier für diese Tür. Aber für diesen Flur. Ne, Zimmer. Da ist schon spät. Aber das mit dem Marmor, der sieht auch nicht schlecht aus. Den kann man sich auch angucken. Und schon wieder alles leer. So, kriegen wir die 100 voll? Ich hoffe. Ach, schon wieder. So, was müssen wir hier machen? Gegenstände verkaufen. Wo sind die? Da, und die andere Lampe. Und das Schild für den Notausgang auch verkaufen. Noch eine Lampe. Der muss bleiben. Ach, da. So. Nee, den Flur machen wir als letztes. Oder machen wir den als letztes? Ich würde sagen, machen wir als letztes. Ja, doch. Machen jetzt erst den Rest hier. So, noch irgendwas verkaufen. Lampen alle raus. Und die Fenster wieder putzen. Die bleiben drin. So, wieder Fenster putzen.
Dann gehen wir direkt rüber. Das nächste Fenster putzen. So, auch sauber. Ne, wir haben aber doch bestimmt noch zwei Fenster. Okay, die sind sauber, brauchen wir nicht putzen. So, Gegenstände verkaufen. Lichtschalter. Sonst noch was? 5 Stück sind das. Muss mal gucken, wo die sind. 2, 3. Ja, eine liegt schon mal auf dem Boden. Da haben wir schon mal 4. Die andere liegt ja auch auf dem Boden. Da haben wir 5. Geschlossene Jalousie zum Einbauen. Das ist wahrscheinlich. Die sind das. Die sind auch weg. Duschinstallation. Letzte wahrscheinlich auch. Und den auch wegmachen. Bodenfliesen. Nein, die wollte ich jetzt noch nicht machen. Ach, nein, erst den Boden. Und dann machen wir die Jalousien. Eins nach dem anderen. So, jetzt haben wir überall Fragezeichen. Super. Erstmal die Jalousien machen. Da machen wir jetzt diese Standarddinger rein. So. Na, wie ist der wohl? Nämlich die Schraube jetzt nicht da reinmachen? Nein, mein Spiel ist abgestürzt. Dein Ernst jetzt? Das gibt's doch nicht. Nein, du sollst ja auch nicht synchronisieren. Meine Güte. Jetzt war ich gerade so weit, ich weiß nicht, ob der gespeichert hat. Ich wollte eigentlich die Karte noch Ende machen. Wir gucken mal, wie weit der ist, sonst machen wir die morgen fertig. Wir haben ja gleich schon 4 Uhr. Eigentlich wollte ich um 11 Uhr wieder aufstehen. Ja, das ist uninteressant. Wir fortsetzen. %40. Wir gucken mal, wie weit er jetzt ist. Ja, komm schon, lass schneller. Ich muss das mit dem Speichern wieder umstellen. Also lieber jede Viertelstunde speichern. Ah, toll. Das hat er natürlich nicht gespeichert. Ja, ich glaube, jede Viertelstunde ist, glaube ich, besser, als wenn wir jede halbe Stunde machen. Da ärgert der uns einfach hier, das gibt's da gar nicht. Der Lichtschalter wieder alle verkaufen. Gerade schon gewundert, warum ich die Schraube nicht da reinmachen konnte. Fenster reinigen, ja, machen wir direkt wieder die Fenster.
Ja, irgendwo in der Ecke wieder vergessen hier. Ich sehe es gerade nicht. Doch, jetzt. Die sind sauber. Okay, dann haben wir die schon mal. Bauen wir direkt die Jalousien an und gucken, ob er dann wieder abstürzt. So, das haben wir schon mal eingebaut. Dann machen wir jetzt den Fliesen rein. Wo sind sie da? So, auch erledigt. So, was haben wir hier? Benutzen. Ja. Gute Frage, was machen wir? Ich glaube, wir streichen, das geht schneller. Nehmen wir das Silbereis. Wir streichen das Ganze. Dürfte doch nicht so lange dauern. Was denn der macht, also doch. Muss auch die Gegenstände kaufen, müssen aber erstmal alles streichen hier. So, das haben wir. Ich will es noch nicht benutzen, das mache ich gleich erst. Von der Farbe. Jetzt sollte das Symbol eigentlich weg sein, ja ist es. Dann kaufen wir erstmal die Sachen, die wir kaufen müssen. 8 Stühle. Okay. Stell ich jetzt einfach mal in die Ecke. Stellen wir dann hier an die Wand. Dickenleuchte, direkt 4 Stück. Wandlampe auch nochmal 5 Stück. Machen wir dann hier vorne hin. Na, warum gehst du denn da runter? Wir bauen auch noch ein Projektor, deswegen will ich da jetzt nicht zu viel hinbauen. Machen wir den da rüber.
Brauchen wir noch einen Tisch oder sowas? Ja, einen Tisch brauchen wir auch noch, dann können wir da den Projektor draufstellen. Jetzt habe ich hier sogar noch wie eine Schule damals hier. Mach was anders. Zack. Den kann ich direkt hier in die Wand klatschen. Geht der denn auch an? Oh. Ich habe den falsch rum hingebaut. Ja, guten Morgen. Das ist doch mal schön, das lassen wir. Da haben wir noch 6 Tische hier hin. Egal, wo die jetzt stehen, ob sie die sind hier drin. Können wir die anderen mal hier nehmen. Ach, 8 Tische sind das. 8 Stück. Wieso komme ich denn auf 6? Projektorbildschirm. Auch noch. Naja, es ist jetzt mehr schlecht als recht. Aber das passt schon. Raumteiler wählen. Okay, lass mich erstmal hier gucken. Möbel. Ja, nehmen wir das hier. Was haben wir denn da drin? Kies? Sagen wir, nehmen das. Das in schwarz. Dann wir den, ja, wohin? Wohin? So, stellen wir die immer um. Stellen wir die Stühle mal eben um. So, na, wieso ist das denn wenig Platz? Das passt doch. Darüber. Darüber. Und den darüber. Können wir den hier an der Wand stellen. So, was haben wir hier? Noch ein. Ja, dann stellen wir den auch an die Wand. Fertig. Wände? Was? Ach, ich muss da. Okay, den muss ich irgendwo hinstellen. Wenn wir den da hin haben, das ist irgendwo nicht im Weg. Ach, das ist das Zeug hier. So, sind wir auch fertig. Ach, hätte das nicht gespeichert. Nein. Nein, er hat das nicht gespeichert. Verdammte Hacke. Ja, dann müssen wir die morgen weitermachen. Weil ich glaube, da sind wir noch locker eine Stunde oder zwei dran. Dann ändere ich mal eben den Streamplan. Ja, wir kommen, wir gehen mal zurück zum Büro. Fortschritt müsste eigentlich gespeichert werden dann. Wir gucken mal eben. Nach. Ja, 46%, sehr schön.